Wer hätte das gedacht? Wer hätte gedacht, dass sich die vierte Etappe im Ocean Race 2023 zu der wohl verrücktesten entwickeln sollte, die es bisher gab? Zumindest wird es keiner geahnt haben, als die fünf Teams am 23. April im brasilianischen Itajaí an den Start gehen. Dass Guillot Team Europe und 11th Hour Racing knapp vor dem Signal über die Linie gehen und noch einmal starten müssen, geschenkt bei den bevorstehenden 5500 Meilen bis in die Segelhochburg Newport an der US-Ostküste. Immerhin ist Guillot Team Europe mit Co-Skipper Robert Staniek nach erfolgreicher Reparatur des Rumpfes wieder im Rennen. Eine tolle Leistung der Shaw Crew. Und auch wenn sie nach Punkten weit hinten liegen, abgerechnet wird zum Schluss. In den ersten Tagen jagen sich die Teams teils dicht unter Land gegenseitig. Bei Biotherm setzt Skipper Paul Melat neben dem Navigator Alan Roberts mit der Ocean Race-Siegerin Marie Rioux und der Match Race-Spezialistin Mariana Lobato erstmals auf zwei Frauen. Außerdem ist mit Anne Bourget als Onboard-Reporterin noch eine dritte Frau an Bord. Auch bei der Malizia Sea Explorer gibt es einen planmäßigen Wechsel. Boris Herrmann pausiert und überlässt einmal mehr Will Harris das Kommando. Neu an Bord ist der Franzose Christopher Pratt. Und wieder ist es das deutsche Boot, das gleich zu Beginn einen Verletzten zu vermelden hat. Und nein, diesmal hat es nicht Rosalind Kuiper erwischt, sondern Nico Lünwen, der ordentlich Prügel bezogen hat. Yeah, I was on deck, working on the triggers on Ich bin aufs Vorschiff gelaufen, wo mich die Schot der J2 traf. Die schlug wild hin und her, weil wir immerhin 20 Knoten Wind hatten. Die Schot oder vielleicht auch der Karabiner hat mich dann getroffen. Ich habe es nicht genau gesehen, war ja dunkel. And I have been hit by the sheet or maybe the carabiner, I don't know, because it was night, so it was dark, so I didn't see it. Aber der hartgesottene Navigator ist trotz etlicher Schürf- und Schnittwunden schnell wieder einsatzbereit. Rund 30 Stunden nach dem Start liegen alle Teams noch dicht beisammen. Am 27. April dann der Schockmoment auf der gesamtführenden Holcim PRB. Der Mast bricht. Die Mastkameras fangen den Moment ein, in dem alles vorbei ist. Zumindest auf dieser Etappe. In schwarzer Nacht tut die Crew um Kevin Escoffier ihr Bestes, Boot und Rig zu sichern. Der Skipper kann am nächsten Morgen schon wieder lächeln. We've been working very hard last night in order to get every part possible to keep them on the boat. Wir haben die ganze Nacht hart gearbeitet, um alle Teile an Bord zu kriegen. Wir konnten die Outrigger, den Mast, den Großbaum und die Segel sichern. Das war ein unglaublicher Kraftakt, alle Teile zusammenzuklauben und dabei das Boot nicht zu beschädigen. Jetzt bin ich sehr glücklich über unsere Leistung und gleichzeitig natürlich auch traurig. Aber so ist das Leben. Jetzt arbeiten wir hart dran, so schnell wie möglich wieder ins Rennen zu kommen. That's life again, working hard in order to be back in the race as soon as possible. Der Ausfall der Spitzenreiter trifft auch die gesamte kleine Flotte hart. Last night was a difficult night, for the entirety of the race. Das war eine bittere Nacht für das ganze Rennen. Wir waren ziemlich geschockt, als wir vom Mastbruch der Holcim erfuhren. You know, just as a competitor, you never want to see anybody go down like that, you know. As a friend and, you know, someone who's been in this ocean race. Auch als Konkurrent will man einfach nicht erleben, dass jemand auf diese Weise ausscheidet. Als Freund und langjähriges Mitglied der Ocean Race Familie ist es für mich hart, zuzusehen, wie Kevin und sein Team so heftig gebeutelt werden. Aber das ist eben auch Teil des Ganzen und es trifft auch die besten, top vorbereiteten Teams. 5 years ago, you know, we dropped our rig and Kevin sailed right by on Dongfeng, you know, it's crazy. You do this long enough and you kind of end up. Vor 5 Jahren verloren wir unseren Mast und Kevin und Dongfeng segelten an uns vorbei.
Es ist echt verrückt, wenn man so lange dabei ist, kommt man irgendwann immer mal in so eine Geschichte. Wir sind in Gedanken bei Ihnen, wir kennen das Gefühl. Man weiß einfach nicht, warum es einen trifft, aber ich bin überzeugt, dass Sie zurückkommen werden. Sie sind Kämpfer, die immer wieder aufstehen. Ich bin sicher, Sie werden das durchstehen und ich erwarte nichts weniger, als Sie wieder voll kampfbereit am Start zu sehen. Mir tun die Leute an Bord leid, die Leute, die hinter den Kulissen arbeiten und auch die Segler, die gerade in Brasilien von Bord gegangen sind, nach der längsten Etappe überhaupt. Das ist einfach bitter. You know, the people behind the scenes, you know, the people, some of the sailors who just got off the boat in Brazil after having done most of the lap of the planet. It's tough, you know. Holcim PRB hat heute Nacht das Rig verloren. Wir haben in der Nacht eine Information von der Race Control bekommen mit Koordinaten und waren, glaube ich, allesamt geschockt. Mich persönlich hat es ziemlich schnell erinnert an unsere Situation im Southern Ocean, dass es doch immer nur so einen Wimpernschlag bedeuten kann, ab dem das Rennen in eine ganz andere Richtung verläuft. Und es ist unglaublich traurig, dass das passiert ist. Ich meine, das Gute ist auch hier, dass die gesamte Crew, dass es der Crew gut geht, dass niemand ernsthaft verletzt ist oder überhaupt verletzt ist, dass es nur ein materieller Schaden ist. Aber es ist natürlich traurig für jemanden, der so ein souveränes Rennen bisher gestaltet hat, jetzt aufgeben zu müssen. Und mal schauen, was an logistischen Meisterleistungen jetzt gelingt. Ich würde es ihm sehr, sehr gönnen, dass er die Transatlantik-Etappe, die folgende, mitfahren kann. Aber das würde an ein Wunder grenzen. Wir haben auch keine Informationen weiter. Wir haben ihn heute Morgen in der Nacht gesehen. Wir sind an ihm vorbeigesegelt und haben kurz per VHF gesprochen. Er hat gesagt, er wird nach Rio in den Hafen gehen und von dort aus weiter operieren. Und so wie ich Kevin einschätze, wird er nicht viel Raum seinen Gedanken der Vergangenheit lassen, sondern der wird schon sehr straight jetzt in die Zukunft arbeiten und Pläne machen. Und ich drücke ihm alle Daumen, dass er bald wieder an der Linie ist. Faire Worte und echter Sportsgeist unter den Mitstreitern, während Holcim PRB unter Notrig Richtung Rio de Janeiro humpelt. Die verbliebenen vier Boote kämpfen sich währenddessen weiter gen Äquator. An der Spitze die Malizia Sea Explorer. Die Windsituation? Schwierig. Flauten verlangsamen das Feld immer wieder. Jeder versucht, so gut wie möglich einen Weg nach Norden zu finden. Neben den Schwachwindphasen und dem schwierigen Kurs durch mehrere sogenannte Exclusion Zones, in die Racer nicht hineinsegeln dürfen, macht vor allem eines zu schaffen: brütende Hitze. I mean, honestly, the sun is not a huge problem in this boat. We are pretty covered here. Die Sonne ist gar nicht das Problem. Wir sind ja unter Dach, aber die Hitze ist brutal. Es gibt einfach kein Entkommen. Man muss es ertragen und versuchen, so trocken wie möglich zu bleiben. I try to deal with it and try to stay as dry as possible. For sure to find a good. Schlafen ist wirklich ein Problem, denn man schwitzt einfach die ganze Zeit. You sweat a lot. The inside temperature can be up to 40 degrees. Wir können hier unter Deck bis zu 40 Grad haben, also müssen wir viel mehr trinken. Ich trinke jetzt das Doppelte von dem, was ich noch im Southern Ocean zu mir genommen habe. Wann immer möglich, machen wir die Luken auf, um ein bisschen frische Luft hereinzubekommen. Besonders Achtern ist es super heiß, auch mal über 40 Grad. Da schwitzt du die ganze Zeit in deinen Schlafsack. Wir nehmen dann öfter mal die Sprühflasche zum Erfrischen, bevor wir schlafen gehen. Oder ich feuchte ein kleines Mikrofasertuch an und lege es mir aufs Gesicht, um ein bisschen abzukühlen. I make it wet with water and then I put it on my face and then I turn it around just to cool down a little bit. Viel schwitzen, auf engstem Raum leben, klingt nicht wirklich schön. Gibt es denn große Unterschiede zu früheren Ocean Races, die noch mit den Volvo 70 und großer Crew gesegelt wurden? Frage an Annie Lush, die bei der vorangegangenen Ausgabe noch in einer reinen Frauencrew mitsegelte. The biggest difference. Der größte Unterschied jetzt mit den Jungs zu segeln? Es stinkt auf jeden Fall mehr. Eindeutig. Körperhygiene in den stickigen Doldrums ist definitiv ein Thema.
Yeah, I try to take more shower, but you know the water, it's a little bit Klar, tricky. Man duscht öfter, aber mit dem Wasser ist das natürlich so eine Sache. Wir müssen unser Trinkwasser ja erst entsalzen. Man kann natürlich mit Meerwasser duschen, allerdings habe ich eine Allergie gegen das Salzwasser. Da muss ich ein bisschen aufpassen und dusche lieber mit einem Liter Süßwasser. Das ist nicht viel, aber mit etwas Seife geht das. Dann kann ich alle 4 Tage mal duschen. But with a little soap, I can take a shower every 4 days, it's cool. Und was bei einer gemischten Crew natürlich alle brennend interessiert, wie funktioniert denn das Zusammenleben an Bord? Ist das nicht auch mal merkwürdig? Also der merkwürdigste Moment ist immer dann, wenn die Journalisten dich das an Land fragen. An Bord ist es doch einfach alles natürlich. Wir sind alles Menschen, ganz egal ob Mann oder Frau. Wir alle müssen aufs Klo, müssen duschen. Mir als Niederländerin macht das nichts aus. Wir alle folgen doch nur unserer Natur. Das macht das Leben viel einfacher. Nur die Medien fragen immer, wie ist es denn als einzige Frau an Bord? Aber ich fühle mich völlig gleichberechtigt und von den Jungs respektiert. Ich sehe mich als Crew und nicht als die Frau an Bord. I never feel the female on board. So yeah, I think that's a good thing. I feel like Rosie is my sister on board now. Rosie ist wie meine Schwester hier. Wir sind alle dran gewöhnt, auf engstem Raum zu leben. Da ändert sich für mich nichts. Wir alle leben das Bordleben. Da gibt es keine merkwürdigen Momente. Das ist eben auch Teil des Rennens. Yeah, we all have to do the same things with life on board. And nothing's ever awkward really. So it's just part of the racing, I would say. Passendes Stichwort vom zwischenmenschlichen Miteinander mal wieder zurück zum Segeln. Holzi im PRB hat zwischenzeitlich den Hafen erreicht und die Etappe offiziell aufgegeben. Grund für den Schaden war übrigens ein gebrochener Topwirbel am J2-Stag. Jetzt heißt es, so schnell wie möglich per Frachter nach Newport zu kommen und vor allem den Ersatzmast dorthin liefern zu lassen. Ein Rennen gegen die Uhr, denn die 5. Etappe startet schon am 21. Mai. Während sich hier am Steg noch alle stärken, dürften im Hintergrund die Drähte glühen. Auf See sind die 4 Boote mittlerweile wieder auf der Nordhalbkugel angelangt. An der Spitze entbrennt ein heftiger Kampf zwischen der Malizia und der Malama, dem Boot von 11th Hour Racing unter Charlie Enright. Der will nämlich mit aller Macht einen Sieg in seiner Heimat einfahren. Etwas dahinter segelt Biotherm und mit teils mehr als 250 Meilen abgeschlagen Gigio Team Europe. Bei denen läuft es nach einigen technischen Problemen aber gerade wieder ganz gut. Also wir sind jetzt quer ab von den karibischen Inseln und wir fahren hier in den Passatwinden eine sehr schnelle Passage dieses Rennens. Wir schätzen, dass wir in den in 1,5-2 Tagen haben wir dann innerhalb von 4 Tagen 2000 Meilen gemacht. In den letzten 24 Stunden haben wir 560 nautische Meilen gesegelt. Das ist sehr schnell. Das Leben ist dann nicht so angenehm an Bord. Jetzt geht es gerade einigermaßen, aber es ist, bedeutet einen sehr kleinen Bewegungsradius. Man kommt aus der Koje, in der man kaum Schlaf findet, wieder in die Driving Seats. Alle anderen Sachen wie Essen, Entledigung, Hygiene ist furchtbar schwierig. Aber wir machen Progress nach vorne und das ist toll. Also die Boote machen auch Spaß bei diesen Bedingungen. Aber wenn man 4 Tage in Dauer hat mit diesen Gravitationskräften und so weiter, das ist wirklich ermüdend. Aber gehört dazu. Danach kommt auch wieder eine Phase, wo man den Akku ein bisschen aufladen kann. Ganz vorn schenken sich derweil Malizia Sea Explorer und 11th Hour Racing nichts. 15 Führungswechsel in einer Woche. Ein unglaublich spannender Zweikampf, der zum klassischen Showdown kurz vor dem Ziel in Newport wird. Flautenfelder wechseln sich mit einem aufziehenden Sturm ab, der die Crews noch einmal mächtig durchrüttelt. It's time to look at the enemy. Look in the mirror if he is no friend to me. It's not working out, maybe it's the chemistry. It's time to break up so I can make a better me. Better believe in your mind, cause it's everything. You can mold, shape, find almost anything.
Und dann plötzlich die Meldung von einem Team. Aus, das war's. Unfassbar bitter. Wieder hat es Guillot Team Europe getroffen. Im Sturm ist auch bei ihnen der Mast gekommen. Dismasted. What? Dismasted. Oh no. Oh no, 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 no. Sebastien Simon findet am Tag drauf Zeit, uns noch einmal mit durch die schwärzesten Stunden zu nehmen. 2:30 a.m. last night there was a big sound on the boat dismast, so yeah, it's a big shame because 2:30 gestern Nacht hörten wir ein lautes Geräusch und der Mast brach. Das ist so schade, denn wir sind ja gerade erst wieder ins Rennen eingestiegen. Es waren raue Bedingungen, wie ihr seht, sind die Wellen immer noch hoch, mit Schaumkronen. 45 Knoten durchschnittliche Windgeschwindigkeit. Das ist natürlich stürmisch, aber wir hatten das Gros schon im dritten Reff und segelten ohne Vorsegel. Das war eine sichere Variante. Dennoch kam der Mast. Reduce as possible with free reef, no sail at the front. So it was a safe configuration, but the mast. Es war stockdunkel, also mussten wir versuchen, den Mast loszuwerden, denn er kann ansonsten den Rumpf beschädigen. Klar, wir suchen jetzt nach Lösungen, aber erstmal ist es eine Riesenenttäuschung. Because it's pretty dangerous because the mast can hurt the hull of the boat. And after you try to find a solution to come back, but for sure it's a big disappointment for us. Nur 600 Meilen vom Ziel entfernt arbeitet sich das Team durch die aufgewühlte See. Wie das Comeback noch einmal gelingen soll, ist unklar. Immerhin hat Guillot Team Europe mittlerweile sicher den Hafen von Halifax erreicht. Enttäuschung hier, Glück dort. Am Ende schaffen Charlie Enright und seine Crew das, wo sie so verbissen drauf hingearbeitet haben. Der Sieg ist ihnen auf den letzten Meilen nicht mehr zu nehmen. Es gibt auf dieser Etappe keine doppelten Punkte, aber es fühlt sich für uns trotzdem so an, weil ich von hier stamme, wie unser Sponsor auch. Etappe 3 war ja für uns nicht so einfach, aber dieser Sieg ist ein Erfolg des gesamten Teams, von allen, die hier mitgearbeitet haben. Das Boot war perfekt vorbereitet, während andere technische Probleme hatten. Wir konnten aber zeigen, dass auch wir gut segeln können. Ein starkes Rennen von 11th Hour Racing, den sich die Malizia Sea Explorer am Ende geschlagen geben musste. Nur eine gute halbe Stunde später kreuzt das deutsche Boot als zweites die Linie mit einem stolzen Team an Bord. Das Ocean Race ist jetzt wieder komplett offen, denn Malizia und 11th Hour Racing sind beide bis auf einen Punkt an die Gesamtführenden von Holcim PHB herangekommen. Spannender geht es kaum noch. Und die kommende fünfte Etappe hat es in sich, über den Atlantik, durch Nordsee und Skagerrak bis in die dänische Ostsee. Wir freuen uns drauf. Alle News zum Rennen findet ihr übrigens auch immer tagesaktuell auf yacht.de.